Aufregung bei Let's Dance. Valentin pausiert für die Geburt seines ersten Kindes. Hallo, liebe Zuschauer. Heute gibt es bei Let's Dance eine große Überraschung. Valentin Lusin, der gewohntermaßen mit Ann-Kathrin Bendixen über das Parkett schwebt, musste für die heutige Folge pausieren. Der Grund? Seine Frau Renata hat gerade ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch an die frisch gebackenen Eltern. Aber keine Sorge, die Show muss weitergehen. In einem spontanen Partnerwechsel tanzt Ann-Kathrin nun mit Michael Tatarkin. Eine echte Herausforderung, aber Valentin ist zuversichtlich, dass die beiden das rocken werden. Die Jury ist jedoch gespalten. Jorge González und Mozi Mabuse sind beeindruckt, während Joachim Lambi etwas kritischer ist. Kann Ann-Kathrin trotzdem genug Punkte sammeln, um in die nächste Runde zu kommen? Auch Renata meldet sich zu Wort und gibt einen Einblick in die Herausforderungen des neuen Tanzpartners für Ann-Kathrin. Doch trotz allem bleibt sie optimistisch und unterstützt das Team voll und ganz. Bleibt dran, um zu sehen, wie sich Ann-Kathrin und Michael schlagen und ob Valentin in der nächsten Folge wieder dabei ist. Es bleibt spannend bei Let's Dance.